just make me crack. Hallo Leute, willkommen zurück. Ich bin's immer Jan und ja, es geht weiter mit Dragon Ball Raging Blast 2. Ich habe den Kampf jetzt geschafft, habe mich ein bisschen, also jetzt halt nicht wirklich aufgeregt, aber ein bisschen zumindest, hat teilweise ein bisschen genervt. Aber es ging zumindest relativ schnell und ja, ich würde sagen, wir wählen jetzt eine andere Mission aus. Ja. Und dann ist die Galaxis auch schon so gut wie fertig und wir brauchen noch einen Dragon Ball. Dann können wir wieder Shenlong rufen. Yay. So. Bonus, Maximalpunkte um 2 erhöht. Schön, Dragon Ball haben wir jetzt den 6. Ein Bild haben wir noch, und zwar wilder Dodoria. Und das war's. Gut. Dann, ja, wir kommen wieder rein, obwohl kein Charakter mehr freischaltet, ist egal. So, wir machen jetzt, wir kämpfen jetzt gegen Freezer. Das ist auch Freezer, ne? Ja. Okay, wir kämpfen jetzt direkt wieder gegen Freezer, wieso auch nicht? Wie viel Treffer kannst du 920 Sekunden insgesamt landen? Gegnergesundheit erholt sich stetig. Gut, Kampfstart. Nice. Ja. Nochmal zum, was ich nochmal zum Display sagen möchte. Ich werde es wahrscheinlich nicht zu 100% zocken, also alle einzelnen Charakter, weil mir das dann doch zu viel wird. Ich meine, das ist jetzt schon ziemlich lang, das Display, und es wird auch noch eine Zeit lang dauern. Also, es kann sein, dass ich es doch noch machen werde, aber ich denke, ich werde es nicht machen. Und ja, nur damit ihr es wisst, weil ich denke, ein paar von euch wollen auch gar nicht jetzt die ganze Zeit nur Dragon Ball sehen. Und ja, deswegen. Und ja, entweder, also ich werde auch auf jeden Fall, das sage ich jetzt schon mal, am Ende des Let's Plays eine Abstimmung machen. Ob halt dann Dragon Ball Online Parts kommen sollen oder halt was anderes. Und ja, nur damit ihr dann Bescheid wisst, das werde ich halt am Ende nochmal machen. Nicht jetzt hier abstimmen, sondern am Ende wirklich. Und ja, wie gesagt, zu 100% wird es sehr wahrscheinlich nicht kommen. Weil, ja, ist halt so. So, komm jetzt mal. Ey, nein. So, weg mich. So, nein, 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 nein. Ach, puh. Weil der sich immer noch am Kopf backen muss, ey. Aber gut, darüber will ich jetzt immer reden. Gut, ich bin jetzt darüber, wie gut ich hier bin. Naja, fast. So. Ja, keine Ahnung, die Attacke ist echt jetzt nicht. Sie ist stark für jede ultimative Attacke, aber sie ist jetzt nichts Besonderes, sage ich mal. Weil, Alter, Ausweichen kann ich mittlerweile ziemlich gut, muss ich sagen. Weil, es ist, man sieht da nicht mal was. Man sieht nur den Gegner, und es wird ganz hell. Nein, nein, nein. Shitter. Egal. Das denke ich so. Obwohl, eine Minute müssen wir noch durchhalten. Also ein bisschen sollte ich schon aufpassen. Ja, komm, mach mal hin. Lobe Takt da, ey. So. Bam. Ey. Nein, nein, nein. Nicht schon wieder. Alter. Spam. Ich hasse es. Warum spammt immer Freezer? Das hat man. Das habe ich schon die ganze Zeit, Mann. So. Meins hat er getroffen. Puh, Mann, ey. Nein. Nein, 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 nein. Ey. Ich kann da nicht mal ausweichen, wenn er so macht. Scheiße. Oh, ich muss noch 40 Sekunden überleben. Ey, gleich geht wieder das Wegrennen los. Das sage ich euch mal. Weil anders sieht es bisher gar nicht so aus, wie ich es schaffe. Nee. Halleluja, Halleluja. Komm, gib mir Seele. Und dann einfach wegrennen. So, ein bisschen zumindest Zeit. Ja, ich finde mal ein bisschen Zeit, würde ich sagen. Das ist echt gut mit Wütender Seele, Mann. Nein. Wie? Ich hoffe, ich überlebe das. Sonst fick dich, Spiel. Oh, fuck, ey, Mann. Komm, 15 Sekunden, das soll ich doch schaffen, Mann. So, ja, mach mal hin. So, komm, 10, 9, 8, 7, 6, 5, ey, nein. Nein, 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 nein. No comment, ganz ehrlich, no comment. Ich musste 2 verdammte Sekunden noch überleben und dann fickt er mich. Ey, oh, come on, Spiel. Ey, muss das sein? Oh, ja, egal. So. Auf ein neues. So. Aber das hasse ich, ey. Warum haben wir das...
jetzt nicht mal speziell auf Freezer, überhaupt bei Spielen, weil ich habe das auch bei Super Street Fighter und so. Warum machen die Charakter, beziehungsweise stellen die Computer so ein, dass die spammen? Die machen das ja nicht mit jedem Charakter, aber zum Beispiel mit Freezer habe ich das immer, dass der Gegner spammt. Und ich frage mich, wieso stellen die das bei Charakteren ein? Ich verstehe die Logik dahinter nicht. Naja, es wird schon schief gehen. Ich mache jetzt einfach ganz halt das Gleiche, falls es euch nervt, tut mir leid, aber... Nein, nein, Doria, nein, nein, nein. Ich, jetzt auf einmal kann ich nicht mehr ausweichen, Mann, was ist das denn? Ey, das ist so, der spammt die ganze Zeit nur das Gleiche, das ist doch abfuckend, Mann. Bam. Ja, hast du schön gemacht, Peter. Bist ein netter Kerl. Nicht. Ey, ja, gut, fang mich. Nein, nein, nein. Ganz ehrlich, Spiel, leck mich. Das ist, ganz ehrlich, wenn der Kampf jetzt noch so weitergeht, dann werde ich den spätestens noch diesen Part, ich denke mal, ich werde den in diesem Part schaffen, sonst wäre es echt, ich sag schon mal, bitter. Aber wenn ich den nicht schaffe, dann werde ich den auch auf Stream machen. Ich habe noch nicht so einen Kampf gehabt, wo man einfach nur überleben muss, eigentlich, oder die Treffer machen muss, hatte ich es noch nie, dass es mich so abgefuckt hat. Einfach, weil ich noch nicht Freezer als Gegner habe, der ganze Zeit nur spammt, ey, das ist... Ganz ehrlich, einfach no comment. Ganz ehrlich, ich habe das jetzt gleich schon wieder verkackt und es ist noch nicht mal eine Minute vorbei. Das ist doch, das kann nicht euer Ernst sein. Ich meine, ganz ehrlich, allein die Kämpfe, wo man so wenig Leben hat, aber dann auch noch sowas. Das ist, ich frage mich echt, was die Gegner sich dabei denken, wenn die so eine Scheiße projizieren. Ganz ehrlich, nein. Er hat das jetzt getroffen, ne? Dann wäre ich richtig. Dann, ne, dann. Dann hätte ich, ja. Ich würde sagen, nicht mehr aufnehmen können, weil dann mein PC kaputt gewesen wäre. Weil das ist einfach... Nee, das ist... Keine Ahnung, das ist unnötig. Naja, egal. So. Nein, 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 nein! Wieso? Wieso konnte der das machen? Ich meine, ich schlag ihn und was denkt er sich? Nö, ich mach Superangriff. Leck mich, ich mach Superangriff. Du kannst machen, was du willst. Ich mach Superangriff. Das ist... Nein, wieso? Ganz ehrlich, es ist, ich kapiere es einfach nicht. Ganz ehrlich, ich glaube, diesmal ist es sogar schlauer anzugreifen. So. Ich hoffe jetzt, es klappt, wenn ich angreife. Und sonst, naja, kann mich das Spiel mal wieder am Arsch lecken. So. Ich meine, komm, zwei Sekunden. Danke. 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 Alter, Boah, ich komme aufs Spiel nicht klar. Bei manchen Sachen denke ich mir echt, was habt ihr euch bei diesem Scheiß gedacht? Aber gut, das hat man bei vielen Spielen, also ja. Es war halt, es hat mich genervt. Ihr habt's, denke ich mal, gemerkt. So. Dem Museum wurde neue Charakter-Audios hinzugefügt. Gut. Ja, Speicher schneller, danke. So, zurück. Gut, dann machen wir jetzt wieder Z-Fight, habe ich ja dann gesagt. Und zwar werde ich denke mal jetzt einfach von oben durchmachen. Ja, das heißt, der nächste wäre Yamchu. Nein, egal. Die sind ja ungefähr alle gleich, die Charaktere eigentlich. Und deswegen passt das schon. Gut, Objekte. Dann, ja, ausrüsten. Und beziehungsweise Geist, dann noch Key-Objekte und da dann Kampfschlag. Und dann sind wir bei den Objekten auch schon wieder fertig. Yay! So, und dann Superangriffe. Shuzukidan, das gucken wir uns an. Kamehameha kennen wir, aber ich werde es wahrscheinlich trotzdem, obwohl, mittlerweile mache ich ja nicht mehr so viele Superangriffe. Vielleicht werde ich es trotzdem machen, mal gucken. Was heißt mal gucken? Ich werde es sehr wahrscheinlich machen. Egal, ich rede zu viel Scheiße. So, Geisterball gucken wir uns auf jeden Fall an. Und die Kreisattacke. Gut. Dann Kampfstart sofort. Weil, was sollen wir noch machen, ne? So, wir spielen gegen Shaozu, müsste das sein. Dann, ich glaube, Krillin war da, ne? Ich weiß gar nicht, wer der zweite war. Ich glaube, Krillin. Und dann noch Tenshinhan. So, Yamchu. So. Bam, bam. So, dann nochmal hoch. Du wirst fertig gemacht. So.
nochmal und nochmal und runter. Lol, er trifft mich, ey. Genius. Und... okay, das sah irgendwie komisch aus, wie das auf den geflogen ist. Oh Mann, oh Mann. So, schon mal aufladen für den nächsten. Aber wir müssen ihn hier trotzdem noch K.O. machen, den Chaozu. Ey, Leute, hat er gerade seine Mütze auf mich geworfen? Leute, ey, Alter, jetzt hau nicht ab von mir, ey. Ich glaube, Takt. Oh, jetzt komme ich wieder ganz mit Globe Takt, ey. Das sage ich echt auch zu oft. Das auch wieder ein K.O. ist. Mit so weiten Augen. Ey, nein, ich muss noch. Ich will noch. Und, ja, komm. Nice. Nimm das, Geisterball X. Ah, anstatt dass wir es dann einfach Geisterball XL nennen, Mann. Okay, das sieht cool aus, muss ich sagen. Das hat was auf jeden Fall. So, ey. Ey, ey, ey. Don't you dare greif mich an. Don't you dare attack me, so. Ja, tut mir leid, dass ich nicht sofort das englische Wort gefunden habe. Auch wenn es eigentlich klar ist. Jeder weiß, was attackieren, was Attack heißt. Keine Ahnung, lass mich egal. Lass mich doch in Ruhe. Lass mich auch egal. Okay. Lol. Ja, ich weiß auch nicht, was mit mir schief geht. So, wütende Seele. Bumm. Lol, am Arsch. WTF, dein Chinan, leck mich. Oh, ich habe mir gleich die Bedingungen durchgelesen, glaube ich, oder? Habe ich das? Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Das war ein leichter Kampf, also. Sollten sie jetzt nicht so schwer sein. Ja, wieder Sinn am Arsch. Alter, okay, der macht es auch auf, wenn er wütende Seele hat. Ich glaube, die Z-Fighter machen das auch öfter. Bin mir auch nicht sicher. So, und. Tschung. Lol, am Arsch. Ey. Nein, Leute, was mache ich da? Nicht hier. So, nice. Lol. Ey, Mann. Du lässt mich auch gerade gar nichts machen. Immer ist irgendwas im Weg. So, geht doch. So. Gut. Ja, weiter. SP+. Nice. Anrufsion werden. Ja. So. Gut. So, Bonus erhalten, Maximalwert um 6 erhöht, nicht schlecht, nicht schlecht. Yamshu schlägt zu, okay. Ja. Das hat sich gereiht. Ja. Okay, ja, ich hoffe natürlich wie immer, dass der Part euch gefallen hat. Und ich sag's wie immer, tschüss, bis zum nächsten Mal.